Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem wöchentlichen HSB Akademie Videochat mit unseren Lieblingsdozenten, kann man sagen, Lieblingspersonen, die uns umgeben. Und heute habe ich eine ganz besondere Person an meiner Seite, den René Morawitz. Hallo René. Hi Holger, das ist aber schön. Nur deine Lieblingsdozenten kommen dran. Das ist ja schön, wahrscheinlich alle. Na klar, alle. Nur Lieblingsdozent, sonst würden sie ja nicht mit uns zusammenarbeiten. Ah ja, das stimmt. Ja. Wir wollen heute reden ein bisschen über Reisebüro. Hat sich ja ganz viel getan, war ja quasi kann man das so sagen, solchen Jahr 2020 haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt kommt solchen Jahr 2021. Und bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, wollte ich dir noch was sagen, was mir eingefallen ist, wo wir uns heute hier als erst die Bilder hochgeschaltet haben, wo wir das letzte Mal miteinander geredet haben in so einem Videocast. Da haben wir geredet, wie sich Reisebüro verändern wird. Ne? Und unter anderem hatten wir da festgestellt, dass sicherlich Personal Branding ein Thema sein wird, was also eine Unterscheidung gibt zu anderen, die im Internet Reisen verkaufen. Mhm. Da kam die Idee, da einen Kurs zu machen und jetzt im März startet der Kurs. Ist das nicht fantastisch? Das ist wirklich fantastisch. Also ich finde es, also wir hatten, was sich im Laufe des Jahres verändert hat. Also wir haben ja, André und ich hatten ja auch schon lange viel Intensivität und Wissen und Tun reingepackt in diese Vorbereitung für diesen neuen Kurs. Ne? Aktuell ist ja der Arbeitstitel Erfolgreiche selbstständige Reiseberaterin. Ich persönlich würde es sogar ein bisschen klarer positionieren und würde es am liebsten nennen mobile Reiseberaterin, weil es sich im Laufe des letzten Jahres doch gezeigt hat, dass Reisebüros nicht mehr ganz so viele am Start sind. Also es sind immer noch Tausende, also nicht 10.000, aber es sind immer noch Tausende am Start. Viele gehen davon aus, dass es nur noch die Hälfte ist. Das werden wir allerdings dann erst im Laufe des Jahres, glaube ich, sehen. Aber was spannend eigentlich an der ganzen Sache ist, dass wir natürlich gute Menschen haben, die heute Reisen verkaufen an Menschen, die nicht genau wissen, was sie im Urlaub machen wollen. Und die haben weiterhin auch Bock, ihre Kunden glücklich zu machen und wollen mit ihren Kunden weiterhin im Kontakt bleiben. Und für die gibt es ja dann keine offizielle Arbeitsstelle mehr in einem Reisebüro. Und jetzt will auch nicht jeder Social-Media-Marketing-Mensch werden oder Immobilienmakler werden oder in irgendwelchen anderen, beispielsweise staatlichen Institutionen arbeiten, sondern manche lieben diesen Job, Reisen zu verkaufen, so sehr, dass ich dann mit anderen gedacht habe, ja, dann müssen wir irgendwas machen für die Leute. Wie können die es schaffen, trotzdem wahrgenommen zu werden, trotzdem einen geilen Job zu machen in Kontakt mit den Kunden? Wie werden die von den Kunden gefunden? Wie geht Weiterempfehlung? Worauf darf man achten beim Beraten? Wie positioniere ich mich im Zusammenhang mit Betriebswirtschaftlichkeit und so? Das ist dann in diesen Kurs eingeflossen, sehr lustigerweise, der sich natürlich aus der Situation im letzten Jahr ergeben hat. Ne? Geil eigentlich, Holger, cool. Aber war natürlich auch der Grund, weil du gesagt hast, ja, wir müssen das mal weiterdenken. Das muss mal, wie ist denn in 5 Jahren? Und daher kam es natürlich am Ende. Ne? Genau, ich denke das auch weiter. Ich denke, diese große Veränderung ist nicht mal die Pandemie jetzt. Ne? Die ist eigentlich ein Beschleuniger. Ja. Der große Weg ist die Digitalisierung und das dadurch veränderte Nutzerverhalten der Konsumenten. Hm. Und da wird ganz viel passieren. Also ich will mal sagen, ich denke mal an heute früh, ne? Mein Sohn stand vor mir mit seinem Lieblingsshirt, ne? Und sagte, Mensch, guck mal, Papa, kannst du mir das nochmal bestellen? Ne? Und klar, am Frühstückstisch, du nimmst dein Handy, du drückst dreimal wo drauf und dann ist das bestellt, es ist gekauft. Ne? Und früher bist du halt losgelaufen in den nächsten Textilladen und hast dir das dann gekauft, hast gehofft, dass sie es noch haben. Ne? Wenn du da hingegangen bist, das wusstest du ja nicht. Und das ist ein verändertes Nutzerverhalten. Und ich denke immer an meine Kindheit, wo ich Kind war. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, bin ich rausgegangen aus dem Haus, bin da hingelaufen, wo die gewohnt haben, habe unten auf das Klingelschild gedrückt und entweder der war da oder nicht da. Und wenn nicht, rief die Mutter oben aus dem Fenster, der Tobias kann jetzt nicht runterkommen, weil er muss noch Hausaufgaben machen. Heutzutage unvorstellbar. Mein Kind
würde gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo hinzulaufen und zu klingeln, weil der vorher schon 15 Mal mit dem per WhatsApp oder per Facebook Messenger sich ausgetauscht hat. Und das meine ich mit, dass die Dinge weiterdenken, wie sich digitales Nutzerverhalten verändert. Ja. Und das ist so, wenn man weiß, was man will, also dein Sohn sagt, ich möchte gerne dieses T-Shirt nochmal haben, dann ist es ja super easy. Oder ich recherchiere zum Beispiel auch gerne, ich habe mich für ein Produkt entschieden, ein iMac, und sage mir, okay, will ich haben. Jetzt recherchiere ich noch, okay, für meine Ansprüche, Videos schneiden und solche Seminare online zu geben, was ist da für eine Voraussetzung möglich, nötig? Dann weiß ich ungefähr, was ich will, kriege relativ leicht Informationen dazu, lese mir, muss ich glaube ich nicht mal lesen, guck mir ein YouTube-Video an, da erklärt mir einer, was für ein Arbeitsspeicher ich brauche, auch bestellt, erledigt. Dann ist es easy. In dem Moment, glaube ich, wo es komplex wird, nehmen wir mal das Beispiel Versicherung, also Versicherungsmakler. Da hätte ich auch schon ein Thema mit. Also wenn es darum ginge, ich müsste jetzt, würde jetzt eine Haftpflichtversicherung benötigen und ich hätte keine. Und ich hätte auch keinen Ansprechpartner. Wahrscheinlich würde ich als erstes im Internet anfangen zu recherchieren und sagen, Haftpflichtversicherung. Dann würde ich 1000 verschiedene Tarife finden, vielleicht auf irgendwas wie Check24 oder sowas kommen. Dann würden die mir Tarife vorschlagen und ich würde dann sagen, ja, welcher ist denn jetzt gut? Jetzt habe ich Schwein. Jetzt habe ich jemanden, der Ansprechpartner ist, beispielsweise Deutsche Vermögensberatung, in dem Falle jetzt bei uns. Ne? So, die haben dann auch eine bestimmte Art von Versicherung. Es gibt ja auch, man kann auch zur Allianz gehen oder sonst wohin gehen, zu Signal oder ich weiß nicht zu wem alles. Und die haben am Ende auch ihre Tarife. Also wenn ich jetzt Vertrauen habe zu jemandem oder der Mensch, den ich fragen möchte, Vertrauen aufbauen kann relativ schnell und ich ihm meine Wünsche anvertrauen kann und der mich auch noch versteht, dann hat er mich als Kunden ja schon gewonnen. Jetzt kann der mir, kann eine Bedarfsermittlung machen, rausfinden, was ich will und mir dann die passende Haftpflichtversicherung von seiner Firma dann auch empfehlen. Jetzt ist eine Haftpflichtversicherung nur von der Allianz ja ein relativ einfaches Produkt, weil es gibt nur die eine. Wenn ich jetzt, also so mit meinem Laienverstand, wenn es jetzt um Urlaub geht, ist das natürlich komplexer in meiner Welt. Ich habe 2 Kinder und sage mir, ich möchte gerne im Sommer in Urlaub, ich möchte gerne baden. Dann ist das ja eigentlich einfach. Was könnte ich denn noch alles machen? Also ich könnte baden, ich könnte Ausflüge machen mit den Kindern. Ich könnte, möchte, der Strand müsste so sein für die Kinder. Dann hätte ich gerne auch rutschen, dann hätte ich so einen Pool und dann hätte ich das folgendes Essen und das Zimmer müsste so sein. Jetzt fängt es halt an, in Bezug auf Reisen super komplex zu werden. Jetzt könnte ich sagen, okay, da gibt es eine Seite, da gebe ich den ganzen Kram ein, kommt eine Liste. Wenn ich dem aber jetzt noch nicht vertraue, weil ich auf Menschen stehe, dann könnte ich natürlich einen Menschen fragen. Ich hätte vielleicht früher dann ein Reisebüro angerufen oder ich rufe heute ein Reisebüro an. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch Menschen, die verbunden sind mit anderen Menschen. Also eine ehemalige Reisebüro-Mitarbeiterin hat natürlich ihre Kunden irgendwie noch, ist sie mit denen noch in Kontakt. Und jetzt würde der Kunde sagen, ach, dann rufe ich die mal an. Die hat es ja relativ leicht, den Kunden zu begeistern. Der Kunde, sie Kunden, wann ist immer erreichbar? Die machen das im Grunde wie wir. Beispielsweise über Zoom, es gibt auch andere Tools dafür. Und der Vorteil ist dann, in diesem Kurs den Leuten zu zeigen, wie sie eine geile Bedarfsermittlung online machen und trotzdem ein gutes Gefühl mit den Kunden. Wie kann ich, schaffe ich es, Weiterempfehlung? Also wenn ich dann schon eine gute Verbindung habe, wie kann ich dann eine Weiterempfehlung machen oder eine Verbindung machen? Und es ist ein verändertes Nutzerverhalten. Ja, wir kaufen online, wir auch. Und wenn ich in den Laden gehen könnte, würde ich es schöner finden, ich, weil ich auch gerne mal rausgehe und ich mag auch ein paar Läden, wo ich Menschen mag, die da arbeiten. Insofern, oder Restaurant ist ja noch viel krasser, ne? Da ist es ja wirklich, also es gibt ja Restaurants, da gehe ich nur hin, weil die Menschen so toll sind, ne? Ich sage nur mal die Stulle in der Karmerstraße in Berlin, da sind die beiden Inhaberinnen so toll, da liebe ich es hinzugehen, weil immer ein Spaß ist und einfach schön. Also wenn du in Berlin bist, Holger, dann gehen André und ich mit dir dahin. Ja, das hat André mir schon gesagt und ich hoffe, dass ich bald mal wieder in Berlin bin und dass wir dann das wunderbar machen und ich bin auch schon auf die beiden Inhaberinnen sehr gespannt. Ich weiß ja, einfach, André schon relativ viel
dann schon denen ihre halbe Lebensgeschichte, aber das soll es ja sein, das ist ja eine Emotion, was verkauft wird. Ne? So, und deswegen verändert das Nutzerverhalten, ja, wenn ich ein Produkt kaufe, dann kann ich alles im Internet machen. Wenn ich aber ein Gefühl kaufen will, dann brauche ich in meiner Welt einen Mensch. Ja, ich denke, es wird, was wir schon letztes Jahr besprochen haben, es wird eine Veränderung sein. Es wird sich aufteilen. Also es wird nicht nur die geben, die im Internet bestellen, es wird auch welche geben, die noch in Läden gehen, die diese Emotionalität wünschen. Das ist, ich sage es immer, das ist wie im Einzelhandel. Ne? Also wenn ich jetzt meine Grundnahrungsmittel will, die kann ich kaufen überall, ne? Lidl, Aldi und wie sie alle heißen. Und dort geht die Masse auch hin. Ich denke mal so 90% kaufen beim Discounter. Aber es gibt halt 10%, die gehen im Bioladen oder die gehen zum Regionalhändler um die Ecke oder bestellen wie bei uns hier irgendwo bei so einem Landgut, was dann die Waren bringt. Ne? Also und so denke ich, wird es auch in dem Bereich sein. Es wird eine Veränderung geben. Es wird und da fand ich André immer, der hat einen wunderschönen Ansatz mal gehabt, vor vielen Jahren schon, im Thema Reisebüro, das zu exklusiv, also in so eine exklusive Lounge umzuwandeln, also gar nicht mehr dieses ich sage jetzt mal, reine Produktverkaufen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Erlebnis. Ne? Und also das Verkaufen zum Erlebnis zu machen. Und das fand ich damals sehr toll, so richtig mit Terminierung und so, war, fand ich damals seinerzeit weit voraus. War und das, immer... Und das Geile, Holger, deswegen, ich glaube, das fällt mir ein, weil du das sagst mit Terminierung. Und die Reisebüros haben sich in den letzten Jahren so schwer getan. Ach, mit Termin, das ist so schwierig, ne? Und Termin vereinbaren ist so schwer. Und jetzt, durch diese Situation, die wir jetzt haben, geht es plötzlich doch ganz easy, dass die Reisebüros sagen können, ja Mensch, Termin funktioniert ja. Digitale Beratung, ja gut, nur am Telefon ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja auch die Tools jetzt bei den Reisebüros, womit man damit arbeiten kann, dass man die Angebote dann auch digital gleich zeigen kann und man kann es gleich buchen. Also das ist schon, ich persönlich finde es geiler, mit Menschen zu arbeiten. Deswegen würde ich als Kunde immer bei so einem beratungsintensiven Produkt wie Reisen auf Menschen vertrauen, denen ich vertrauen kann. So. Und dann ist das auch diese Lounge-Atmosphäre beim stationären Reisebus eine der Möglichkeiten. Und wie schaffe ich eben als mobile Reiseberaterin, sag ich mal, diese Lounge-Atmosphäre eben auch zu schaffen. Ne? Also das darf man ja auch dann irgendwie hinkriegen. Die Frage ist, ob du die haben musst, weil du eine ganz andere Zielgruppe hast. Ich trinke mal was. Ja. Ich weiß mal nicht, ob es Wasser ist oder Wodka. Ne? Nee, das Wasser. Also nee. Naja, selbstverständlich, ja. Ich bin ja Sportler. Ja, du bist ja, ich sehe auch immer die Bilder, wenn du da im Fitnessstudio bist und guck neidvoll hin und denke mir, okay, so mit einem Arm Liegestütze, das ist schon klasse. Nee, das wäre schön, wenn ich das könnte. Das kann ich auch nicht. Ja, ich denke einfach, dass die mobile Reiseberater oder Reiseberaterin, die wird eine ganz andere Zielgruppe haben. Das werden auch die sein, die digital bestellen wollen, ne? Die vielleicht schon eine Location haben, wo sie seit 20 Jahren hinfahren, die halt mal ein anderes Hotel ausprobieren wollen oder so. Das wird eine andere Zielgruppe sein. Also ich glaube, die wird sich unterscheiden von denen, die wirklich ins stationäre Reisebüro reingehen. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, stationäres Reisebüro ist, glaube ich, nur gelernt. Wenn ich eine Verbindung habe, Holger, zu jemandem, den ich mag, dann gehe ich, ich könnte ja auch zu einem stationären Versicherungsmakler von Allianz gehen, mache ich aber nicht, weil ich mit jemandem in Verbindung stehe, der, dem ich schon vertraue. Insofern brauche ich ja nur anrufen. Also ich habe diese Verbindung schon. Also, ja, aber egal, diese Verbindung ist ja noch eine alte Zeit. Also diese Verbindung, die du jetzt beschreibst, in meiner Welt kommen ja aus einer alten Zeit. Die kommen ja, dass die Leute in dem Reisebüro waren. Das ist quasi ihr CRM-System. Das wird sich in Zukunft ja verändern, weil neue Leute kommen. Das verändert sich ja. Also ich kann ja ein bisschen noch aus dieser alten Zeit mitnehmen, aber es werden neue Leute kommen. Also irgendwann verliere ich den Kontakt zu denen, die früher mal ins Reisebüro gekommen sind und habe ganz andere Zielgruppen. Also brauche ich mir doch bloß als mobile Reiseberaterin quasi einen Plan machen. Wie schaffe ich es? Also ich nenne das mal mobile Reiseberaterin. Ne? Wie schaffe ich es, dass die Kunden mir vertrauen und zu mir kommen wollen, um bei mir die Reise buchen zu wollen? Also was kann ich da nicht auch so eine, was für eine Lounge-Atmosphäre, was für eine Atmosphäre darf ich da schaffen, dass das dann passiert, dass sie dann auch kommen wollen? Voll geile Frage. Und das ist ja auch einer der Punkte, die wir da reingebaut haben. Ne? Am Ende sowas wie Social Media Manager. Ne? Kann man das bei euch eigentlich auch bestellen? Kann man das auch werden?
Bei uns kann man auch Social Media Manager werden. Ja? Mensch, was für ein Cross-Marketing wir heute wieder machen. Toll. Ja, unfassbar. Und sich mal einstudiert. Ne? Ja, ich denke auch, also ich denke gerade so an so Influencer, die unterwegs sind im Reisen. Ne? Die haben ja eine hohe Vertrautheit mit der Zielgruppe, die ihnen folgt, also mit ihrer Community. Und die werden natürlich dann wiederum quasi im Fokus zu sagen, okay, ich war mal dort, schau mal an, das ist total klasse, fahr da auch hin. Ja, also da gibt es auch viele, verfolge ich auch von unseren Teilnehmern hier im Reisebüro leider oder von Teilnehmern, die deine Seminare besucht haben, die auch immer so Bilder jetzt mittlerweile so posten von vergangenen Reisen, wo ich einfach sage, genau das ist es. Ne? Zeigt den Leuten, dass ihr dort wart, dann vertrauen die euch, dann sagen die, okay, die wissen das und dann kaufen die euch auch die Reise ab. Genau, dass man diese Kompetenz hat, ne? Und genau. Eben darüber hinaus auch, dass man zum Beispiel sowas macht wie wir, so einen Zoom-Call macht, um den Leuten dann zu zeigen, okay, das ist total sinnvoll, auch zu zeigen, dass man diese technischen Möglichkeiten eben hat, ne? Also eben auch zu zeigen, womit man arbeitet, ne? Dass die dann sagen, ach, guck mal, die machen das über Live-Beratung online, das ist ja geil, und dann kann ich ja auch hin. So, wenn ich dann noch geile Inhalte schreibe oder coole Inhalte schreibe auf meinem Blog, also auf meiner Internetseite und oder auf meinem Instagram-Account und das vielleicht schlau verknüpfe und der dann auf dem Instagram mir folgt, weil ich so coole Reisen gemacht habe und dann, ey, mehr findest du auf meinem Blog und dann fängt ich an, im Blog zu lesen und zu sagen, boah, die hat ja richtig Ahnung, das ist ja toll, da gehe ich dahin. Und dann hat die von Malediven Ahnung, gehe ich halt dahin. Und ich glaube, das ist auch, also wenn es um diese Zukunft geht, also man, das hat ja immer mit Mensch-zu-Mensch-Business zu tun, in dem Falle oder deswegen, und das ist ja der Job von Verkäufern und Beratern, also von Menschen, die mir was verkaufen, hat immer was mit Mensch-zu-Mensch zu tun. Und ich glaube, solange wir Lust auf andere Menschen haben, wird es auch diesen Job des Beraters geben, glaube ich. Weil so eine Alexa oder so eine Siri oder so ein Google-Dingsbums da, die können das. Aber am Ende ist das kein Mensch. Ich glaube ganz stark daran, ich glaube ganz stark an Mensch zu Mensch, an Gefühle. Ja. Und das ist schon was Besonderes, was wir nutzen die Möglichkeiten von der ganzen Technik, von der Digitalisierung, um dieses Mensch-zu-Mensch-Business wieder noch geiler zu machen. Nehmen wir mal diese neue App hier, Clubhouse. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen, gehört? Gehört habe ich schon, ja. Gesehen habe ich es noch nicht. Genau, im Grunde ist das nichts weiter als so eine Art Live-Podcast, wo wir beide machen einen Raum auf, da sitzen wir beide auf der Bühne, so wie hier, und dann können sich die ganze Zeit Menschen reinwählen in unser Gespräch, die das interessant finden zum Thema, was wir jetzt beispielsweise haben mit der mobilen Reiseberatung oder so. Ne? Und da sind vielleicht Reisebüromenschen, die das sehen, die melden sich rein. Und dann will jemand was sagen. Dann heben die die Hand. Man sieht nur, dass irgendjemand die Hand, also wer das ist, der die Hand hebt. Und dann kann man sagen, okay, dann komm auf die Bühne, dann sag was dazu. Und dann sagt derjenige was dazu. Das ist voll geil. Und dann können die anderen wieder die das anhören. Und jeder kann sich seine Meinung, das ist im Grunde wie Talkshow mit Live-Gästen, wo man fragt. Ja. Also auch da ist es so, dass die Digitalisierung dazu nutzt, gemeinsam in Verbindung zu sein und sich gegenseitig auszutauschen. Also auch das ist wieder eine der Möglichkeiten, Mensch zu Mensch, auf das, was ich halt stehe. Ne? Also finde ich auch toll. Ja, ja, also wir haben ja auch in dem neuen Personal Branding Kurs, haben wir, und der läuft ja unter dem Slogan auch Mensch als Marke. Ah, okay. Einfach es ja darum geht, darzustellen, was bist du, also auch authentisch zu sein, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, ne? Also gerade wo wir jetzt über Bilder und dass man dort war, diese Kompetenz, hat ja auch was damit zu tun, dass ich authentisch bin gegenüber meiner Zielgruppe, dass die mir das abnehmen, dass mir das glauben und dass das auch wirklich so ist, ne? Nicht, dass ich irgendwie Bilder poste von an der chinesischen Mauer und das war am Ende Photoshop und ich habe noch nie die chinesische Mauer in Natur gesehen, ne? Was macht ihr denn da? Also ich finde das natürlich auch super spannend. Ne? Das Thema ist, also ich empfinde es als der absolute Hammer, weil das die nächste Stufe ist des Marketings. Und was du gerade mit Clubhouse besprochen hast, ist genau der Punkt, wo es dahin geht. Dass die auf der Bühne stehen, sich natürlich vermarkten. Und am Ende sind ja die Personen die Brücke des Produktes. Ne? Ja. Egal, ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Mhm. Und wir befähigen mit den Kurs
selbstständige Unternehmer, aber auch Mitarbeiter, die in Unternehmen sind, die vielleicht mal vorwärts kommen wollen, Karriere machen wollen, quasi ihre eigene Marke zu entwickeln. Ne? Das fängt halt an, was macht mich aus, welche Zielgruppe spreche ich an, wo unterscheide ich mich von anderen, wo passt meine Person rein. Ne? Geht dann wirklich über Analyse bis hin dann zur Umsetzung. Also wie bringe ich meine Marke am Ende am Start? Was ja schon ganz viele machen, ne? Wenn ich so an die Influencer denke, das sind ja Personen, die im Personal Branding machen. Ne? Und wir denken halt, wo wir gerade waren heute, jetzt im Thema mit dir, ne? die Vertrautheit und so, dass wir das quasi gegossen haben in eine Struktur, dass also jemand, der jetzt, bleiben wir mal beim Beispiel Reisebüro, ist ja ein Reisebüro, hat und sagt, okay, in Zukunft will ich mehr über online verkaufen, das kann ich nur verkaufen, indem ich mich verkaufe. Ja, weil das Produkt austauschbar ist. Also das Produkt, das Hotel buchen kann ja jeder, also jetzt in Anführungsstrichen, aber das ist ja jetzt nicht gebunden an das Reisebüro, ne? Das ist ja nur der Mittler. Wie vermarkte ich mich, damit die Zielgruppe am Ende bei mir die Produkte kauft? Und das geil. Ist eben, dass das die Unterscheidung in dieser Digitalisierung sein wird. Ja, auch das ist ja ein geiler Kurs. Also ich habe ich glaube, das habe ich schon gesehen, dass ihr das macht. Also das gab, ist genau. Schon Werbung gelaufen mit zwei. Wie heißen die? Also es läuft schon Werbung jetzt an, ja, ne? Also mit Ben Schulz und Susanne Wagner. Ja, die habe ich gesehen, habe ich gedacht. Ben Schulz ist quasi der, also ich darf es ja sagen, vielleicht oder einer der Gurus in dem Bereich, wer niemanden auf die Füße treten, falls es doch noch einen gibt, aber der ist auf jeden Fall einer der Pioniere. Er hat auch das Handbuch geschrieben zum Personal Branding. Quasi man kann sagen, das Standardwerk, was einfach beschreibt, wie ich mich vermarkte. Na, und genau, und die hatte ich nämlich schon gesehen und habe gedacht, das ist ja geil, da hätte ich auch Bock drauf. Das würde ich auch mitmachen. Gut, schöner Kurs, gefällt mir doll gut. Ach, schön. Ja. Geht vorwärts. Und wie gesagt, was mir halt wichtig wäre, ist, dass auch ganz viele, die jetzt in den Reisebüros sitzen, jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit haben, sich Gedanken zu machen, wo es geht jetzt hin. Dass die halt auch mal schauen, ihr habt das ja schon mit diesem mobilen Reiseberater schon als Live-Schulungen da. Einfach mal schauen und da hinzugehen. Also theoretisch, ich weiß, dass die Seminare bei dir voll sind. Ich finde, die müssten euch ja eigentlich die Bude einrennen, weil das ja genau das Thema eigentlich der Zukunft ist. Also wer jetzt noch wartet, der in meiner Sicht verschläft die Zeit. Und dann muss oder darf ich nochmal Ben Schulz zitieren. Der hat jetzt einen Videocast gemacht und hat ja halt auch erzählt von seinen Kunden, die dann gesagt haben im Sommer, naja, das geht schon vorbei. Ne? Im Sommer 2020, Lockdown, das ist ja jetzt vorbei und es geht schon vorwärts. Ne? Und dann ziehen die Geschäfte wieder an. Dann sind die Geschäfte quasi nicht angezogen. Im Herbst hieß es dann, naja, jetzt mal noch bis Jahresende und dann ab nächstes Jahr läuft das wieder so wie früher. Ne? Und jetzt sind wir im Januar gewesen und jetzt sind wir sogar schon im Februar und es läuft halt immer noch nicht und es ist auch noch gar kein Ende abzusehen. Und das meine ich damit. Also die Reisebüros sollten es jetzt verstehen, dass es definitiv eine Änderung geben wird und dass ich ändern muss. Ja, und dass mich dieser Zukunft stellen muss. Es wird nicht mehr so sein wie früher. Definitiv nicht. Und es hat auch was mit Positionierung am Ende zu tun. Und ich mache mit einer Kollegin zusammen auch noch ein anderes Seminar. Da geht es um Nachhaltigkeit am Reisebüro-Counter. Und auch da haben wir einen extremen Zulauf, weil die Leute dann einfach sagen, hey, das ist, ich möchte mich umpositionieren, ich möchte mich klarer positionieren. Also im Einheitsbrei Reisen verkaufen, gehe ich irgendwie unter. Ich möchte irgendwie eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und wie du vorhin schon Biomarkt sagtest, da sehe ich also Menschen, die nachhaltig verreisen wollen, die Wert auf nachhaltige Anreise legen, die kompensieren, die nachhaltige Hotels haben. Und Nachhaltigkeit ist ja auch soziale Nachhaltigkeit. Ja? Und deswegen in dem Zusammenhang einfach da auch klar zu haben, okay, so eine Reise möchte ich verkaufen, dass wenn ich dann als Kunde mich dafür interessiere, dass dann da Menschen sind, die davon auch Ahnung haben. Also das ist nicht immer nur Luxus und Kreuzfahrten, sondern eben auch, ich möchte schöne andere Reisen haben. Also nicht immer nur so eine Kreuzfahrten oder immer nur 7-Sterne-Hotels oder sowas. Ne? Also oder nur am Strand liegen in der Türkei oder so. Da gibt es viel geilere andere Sachen, die ich auch noch machen kann. Ne? Also einfach klarer positionieren. Ja.
Also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall der Zukunftstrend. Also die jungen Leute, das merkt man, für die ist Nachhaltigkeit ungeheuer wichtig. Ich habe einen Geschäftspartner, der hat ganz viele junge Mitarbeiter und der hat sich wirklich gedreht. Also die überlegen jedes Blatt, was die drucken, weil das 200 Milliliter Trinkwasser verbraucht, jedes Blatt, jedes A4-Blatt. Und die machen wirklich das sehr bewusst. Ja, das hat sich da auch gedreht. Er ist ein bisschen älter wie ich. Also man kann das auch, würde ich mal sagen, mit grauen Haaren noch schaffen, sich zu drehen und einfach auf diese junge Generation einzugehen. Und daran habe ich auch gemerkt, dass Nachhaltigkeit ist wirklich ein Thema für die jungen Leute. Also die wollen was verändern. Die wollen, dass sie in einer besseren Welt leben, als die, die wahrscheinlich jetzt die Generation mal hinterlässt. Und deshalb denke ich, so ein Trend Nachhaltigkeit ist, oder ein nachhaltiges Reisen ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema, was wachsen wird. Wird vielleicht nicht gleich durch die Decke gehen, ne? Das ist wie mit Bioprodukten, die haben auch lange gebraucht, bis sie im Discord angekommen sind. Aber das ist ein Thema, was auf jeden Fall jährlich wachsen wird. Glaube ich auch. Deswegen machen wir das auch. Und ja. Ich glaube, also gerade dieses mit der Positionierung, also mit dem, dieser Kurs mit dem Ben Schulze, das finde ich richtig geil. Also das sollten gerade unsere mobilen Reiseberaterinnen, eigentlich müssten wir doch da so ein Part noch übernehmen von ihm, ne? Ich glaube, ich mache da mit, Holger. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich bin es überall. Also wir hatten ja auch schon bei den Immobilienmaklern jetzt, die gesagt haben, okay, wenn ich mich besser vermarkten kann, setze ich mich ab, kriege die besseren Projekte und verdiene damit natürlich am Ende mehr Geld und mache mein Unternehmen oder meine Unternehmung sicherer. Ja, aber das zu verstehen ist wie mit allem, was neu ist, natürlich erstmal ein Schritt. Ne? Ist auch in der Reisebürobranche. Wir haben ja auch viel darüber geredet. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt ja mindestens, ich sage jetzt mal noch 5.000, 6.000, 7.000 Reisebüros. Ne? Theoretisch müsstest du, finde ich, in den Kurs, was du jetzt machst, mit dieser Digitalisierung 7.000 Leute drin haben, mindestens. Weil es ist die Zukunft. Ne? Also es ist, ich kann nicht mehr die Scheuklappen machen und kann sagen, okay, es geht irgendwann vorbei. Es wird nicht vorbeigehen. Ja. Und das für alle, die uns jetzt zuschauen, die so in diesem Corona-Thema drin sind. Die Pandemie ist nur ein Beschleuniger. Das hat mit dem grundsätzlichen Wandel der Industriekultur gar nichts zu tun. Das ist ein neues Kommunikationszeitalter. Und das einfach zu verstehen und sich da einzustellen, ich weiß, dass das vielen schwerfällt, und gerade in der Reisebürobranche. Ich habe es ja durch André live 30 Jahre mitlebt. Es war natürlich toll. Ja, mit den Reisen, mit den Menschen zu treffen, unterwegs zu sein, das war fantastisch. Aber ich denke, auch diese Zeit, wie das damals war, wird nicht zurückkommen. Es wird eine neue Zeit geben, wo es anders ist, wo ich also mich vielleicht nicht mehr auf einen großen Reiseveranstalter verlassen kann, dass der mich als Reisebüromitarbeiter durch die Welt schippert, sondern wo ich selber auf Reisen gehen muss und mir dann überlegen muss, was du schon mal im Frühjahr sagtest, nehme ich vielleicht noch 10 Kunden mit, und da ist meine Reise bezahlt, ich habe noch Geld verdient und habe wiederum meinen Content für meine sozialen Kanäle, für meine Vermarktung und komme wieder den nächsten Schritt vorwärts. Und diese Veränderung finde ich, ja, ich appelliere an die Reisebranche, das zu verstehen. Also mehr kann man ja nicht machen. Nee. Ein Appell sozusagen. Ist auch gut, genau. Also jedenfalls, ich mag das sehr. Ich freue mich, dass wir den Reisebüroleiter machen. Wir haben auch da eine Menge Teilnehmerinnen, die momentan auch wirklich Bock haben. Was ich sehe, wie viel Spaß sie daran haben, sich weiterzuentwickeln und auch das Wissen aufsaugen. Deswegen glaube ich einfach auch, dass die stationäres Reisebüro machen wollen, da super gut aufgehoben sind und die sagen, ich möchte mich lieber selbstständig als mobile Reiseberater, also ich möchte auf mein eigenes Dings arbeiten, auf mein eigenes Konto arbeiten, ohne Kosten, also ohne so gut wie ohne Kosten, dass da mobile Reiseberater einfach viel geiler noch ist. Ne? Also ich glaube, die Kombination aus beiden ist, glaube ich, gut. Und was wir noch brauchen, Pepe, ein Kurs für Inhaber. Ist auch noch ganz schlau. Inhaber der Zukunft. Den machen wir dann in Zukunft. Was mir noch einfällt, was auch wichtig ist in meiner Welt, zumindest jetzt, was Digitalisierung und Kommunikation betrifft, ist Vernetzung. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Wir haben ja in der Vergangenheit, finde ich, auch immer viel so, ich will jetzt nicht sagen Neidfaktor gehabt, aber so einen ungesunden Form von Wettbewerb, ne, würde ich mal so umschreiben. Und ich finde halt auch, das sollte ich aus dem Kopf rausnehmen.
weil das gibt es nicht mehr. Das hindert mich. Also wenn ich so noch denke, früher war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich ja doch meistens regional organisiert war. Heute kann ich mobiler Reiseberater sein in Aachen und kann eine Reise nach München verkaufen. Das heißt, ich muss als Münchner jetzt nicht mehr auf mein Nachbarreisebüro neidisch sein, sondern ich muss verstehen, dass das überhaupt nichts bringt, dass das mich nur unzufrieden macht, sondern dass ich diesen Block rausziehen soll und einfach in die Kommunikation gehe, mich mit anderen vernetze in meiner Branche, weil man sich dann besser auch hilft, ne, und besser vorwärts kommt. Genau, wie ich es halt schaffe, die Kunden an mich zu binden, und damit die nicht nach Aachen gehen. Ne? Also was kann ich machen als Reisebüro, so gut zu sein, dass der Kunde Bock hat, bei mir zu buchen. Ne? Genau. Oder als überhaupt als Unternehmen. Ne? Das muss ja nicht Reisebüro nur sein, es kann ja jedes Unternehmen sein. Ne? Ja gut, Reisebüro ist ja heute unser Thema. Ne? Du hast ja da auf deinem Shot stehen, dein Reisebüro begeistert. Und genau, guck mal, was ich hierhin gemacht habe für euch, für uns. Ja, das war echt das für uns das Highlight letztes Jahr, wo wir das bekommen haben. Haben wir ja schon im Jahresrückblick gesagt, also das war... ja, da sind wir, das ganze Team, alle Dozenten und vor allem auch die Teilnehmer, die uns ja dazu gemacht haben. Das muss man, die sind ja, die uns dahin gebracht haben. Genau, deswegen bin ich auch so, deswegen habe ich das auch immer mal in meinen Vorlesungen, für HSB habe ich es immer hier hinten drin, hier unten drin, weil es so schön ist. Schön, ne? Das ist schön. Schönheit ist was Schönes. Ja, René, ich danke dir für ein sehr, sehr kurzweiliges hier Video-Talk und ja, wenn du in Clubhouse bist, kannst du mich ja mal einladen, dann komme ich mit rein. Wenn du ein iPhone hast, dann geht das. Hast du eins? Ich habe ein Apple-Gerät, ja. Ich weiß nicht, ob es ein iPhone gibt. Es gibt ja nur iPhone, ne? Von denen, ja, oder? Es gibt nur iPhone. Ja, dann kann ich dich einladen. Das mache ich. Ja, mach das mal. Ich danke dir und wünsche dir eine tolle Zeit und ja, alles Gute für dich und deine Familie. Und wie gesagt, ich kann allen nur sagen, geht auf die Seite, dein Reisebüro begeistert von René Morawitz und ja, tolle Kurse im Angebot, alle online mittlerweile, ja. Und ein Teil davon halt bei euch. Und deswegen, ich danke dir für die Zeit, dass ich bei dir mal wieder ein Interview geben durfte. Mir gefällt das. Mir auch. Wir müssen das in kürzeren Abständen machen. Sehr gerne. Dann bis bald. Ciao und tschüss, René. Bis dann. Tschüss.